So, ich teile euch jetzt am besten meinen Bildschirm. Sollte jemand Data nicht sehen, bitte dann einfach im Chat etwas schreiben dazu. Ja, gut, ich teile mal den Bildschirm von mir. Seht ihr es? Ich bin jetzt mit der Gastkennung angemeldet. Ich bin jetzt nur alles ein bisschen her. Genau. So. Als erstes, neu dazugekommen ist der Bereich Mediendaten. Mediendaten hat es vorher natürlich auch schon gegeben, aber hier ist es doch ein bisschen anders da, denn die Daten können nun zentral gepflegt werden. Dies nennt sich DAM und das bedeutet Digital Asset Management. Aber was ist Digital Asset Management? Hierbei handelt es sich um die zentrale Verwaltung, Organisation und Verteilung von digitalen Inhalten wie Fotos, Videos, Audios und Dokumente. Bei der Verwaltung von Mediendaten an einem zentralen Ort, dies haben sich eben einige Kunden auch von uns gewünscht. Und die Mediendaten müssen nun nicht mehr so wie vorher an ein Objekt gebunden sein. Also ist auch ohne Zuweisung möglich, dass an einen Artikel im Grunde, dass die Bilder hochgeladen werden können. Genau, eine Verknüpfung mit einem Artikel ist aber dann auch zu einem späteren Zeitpunkt dann möglich. Alles halt im Grunde an einer zentralen Stelle. Ihr findet die Mediendatenverwaltung in Data unter Content verwalten. Mediendaten oder auch hier im Startbildschirm ganz unten Mediendaten. Da geht es genauso. Gut, ich öffne es einmal. Ihr seht, am grundsätzlichen Design hat sich eigentlich nichts geändert. Es gibt hier die Möglichkeit, ein Medium zu erstellen. Das ist alles auch von der Ausrichtung ähnlich und vom Hochladen. Okay. Gerade beim Testen ging es noch einwandfrei. Muss wohl der Vorführeffekt sein. Gehen wir nochmal zurück unter Mediendaten. Öffnen wir es noch. Jetzt geht schnell. Super. Okay. Die Bedienelemente sind auch bekannt. Also da hat sich nichts geändert. Ihr könnt weiterhin Objekt bearbeiten oder hier die Experience zuweisen, das Objekt im Grunde dann zuweisen, dann als Highlight setzen oder den Merkzettel hinzufügen. Hier auch, ob es gut gepflegt ist oder nicht. Oder hier das Dropdown-Menü sind eigentlich die gleichen Möglichkeiten. Also Objekt löschen, bearbeiten, hinzufügen oder das Objekt als unsichtbar markieren. Genau. Hier kann man das neue Medium erstellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, und zwar, dass man auch eine Datei über diesen Button hinzufügt oder per Drag and Drop. Ich kann euch gerne mehrere Möglichkeiten zeigen. Dazu öffne ich einfach einmal mein Dateisystem. Hier habe ich schon ein paar Bilder vorbereitet, um diese dann per Drag and Drop die hochzuladen. Dafür verwende ich jetzt diese zwei Bilder. Ach Moment, ich müsste es, damit ihr seht, hier ist mein Dateisystem. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil es beim anderen Bildschirm war. Genau. Also ihr könnt die Bilder dann markieren in eurem Dateisystem und dann per Drag and Drop hineinziehen. Das wird dann automatisch hochgeladen. Dann geht es auch, dass ein neues Medium über diesen Button genutzt wird. Dort kann man dann auswählen Bild, Dokument, Audio, Video, externe Medien oder Printbild. Verwende da jetzt auch Bild und wähle da das vom Workshop aus.
gleich dieses Bild, die Karlsbrücke. Hier kann man dann den Titel eintragen, Karlsbrücke. Beschreibungstext, auch bekannt. Wichtig hier auch die Übersetzungen hier einzutragen, ist ebenfalls möglich, wie bei den anderen Themenbereichen eigentlich auch, also Englisch und so weiter. Genau. Und auch beim Titel ist es möglich, die Übersetzung einzutragen. Da würde hier dann stehen Charles Bridge. Genau. Also das ist genauso möglich, das zu pflegen. Ich halte es jetzt einfach und trage hier nur die Karlsbrücke ein. Okay, Copyright ist möglich einzutragen. Das Bild ist jetzt von Pixabay. Und E-Mail-Adresse kann man genauso eintragen. Freigabe. Freigabe ist euch auch wahrscheinlich schon bekannt vom vorherigen Modul. Ihr könnt hier eintragen, wer der Urheber ist und dann die Freigabe einfordern. Also ihr tragt dann eigentlich nur den Namen ein vom Urheber und die E-Mail-Adresse. Die E-Mail wird dann versendet an den Urheber und wird angefragt bezüglich der Freigabe. Und erst wenn der Urheber dieses Bild freigibt, ist es auch freigegeben. Ich zeige es euch später noch, das ist dann auch in der Liste markiert. Okay, hier trage ich jetzt nichts ein, denn ich trage es ein und es gibt da im Grunde kein Copyright, denn das ist ja das von Pixabay, das Bild. Okay, weiter. Dann gibt es die Creative Commons, ist euch auch bekannt bei den anderen Themenbereichen. Genauer beschrieben ist es in Wikipedia. Dort sind die einzelnen Rechte auch beschrieben. Hier ist die Creative Commons, bei dem alles offen ist. Also hier darf alles mit dem Bild gemacht werden. Und hier bei geschlossen, also wenn nichts ausgewählt ist, also wenn es so grau hinterlegt ist, dann ist es geschlossen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte, dass das Bild geteilt wird, also diese Lizenz erhält, dann, das bedeutet ja, es muss der Urheber eingetragen werden, es darf nicht kommerziell genutzt werden und es darf nicht bearbeitet werden. Das entspricht dieser Lizenz ja. Und wenn man das einträgt, dann ist es im Grunde ein bisschen eingeschränkt, also nicht ganz so stark eingeschränkt wie jetzt hier, wo alle Rechte vorbehalten werden. Wenn man jetzt das nicht möchte, dann kann man das natürlich auch wieder wegklicken. Also wenn es schwarz hinterlegt ist, dann habt ihr diese Lizenz ausgewählt. Wenn ihr wieder draufklickt, ist diese Lizenz im Grunde nicht mehr ausgewählt und es bleibt dann beim letzten Bereich, dass es geschlossen ist, also alle Rechte vorbehalten. Das lasse ich jetzt auch einfach mal so und gehe auf Speichern und Öffnen. So, okay. Wir haben jetzt das Bild angelegt. Es ist das Titelbild. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Titelbild, Logo, Galerie und so weiter. Ganz neu ist es, dass das Titelbild nun auch als Titelbild, als Media Type abgelegt wird und nicht mehr wie vorher über Priorität. Ihr habt vorher ja die Titelbilder über Priorität 1 gesetzt und alle weiteren Bilder sortiert über die Prioritäten, also 2, 3, 4 und so weiter. Genau. Jetzt ist es so, die Priorität 1 entspricht jetzt dem Titelbild und ihr könnt es auch so eintragen. Alle anderen Bilder entsprechen eher dann Galerie, je nachdem halt, bei den meisten wird es auf jeden Fall Galerie sein. Genau. Okay, hier können wir gerne das Titelbild dann lassen. Dateiname wird automatisch beim Hochladen dann eingetragen und auch der Titel des Bildes ist wichtig. Dieser wird dann auch angezeigt im Bild unten, links in der linken Ecke. Genau. Dann der Titel im Alt-Tag. Alt-Tag, das ist der alternative Text, der im Hintergrund im HTML-Text zu finden ist, also im Code selbst. Wenn das Bild jetzt zum Beispiel nicht angezeigt werden würde, würde dann trotzdem diese Metainformation angezeigt werden.
Genau. Dann der Titel in der URL, den könnt ihr auch selbst festlegen, wenn ihr das möchtet. Das wird automatisch ja eigentlich auch gesetzt. Also wenn ihr, also da muss man jetzt nicht unbedingt etwas eintragen, das wird automatisch eigentlich generiert. Die URL wäre dann im Grunde hier oben dann anders da im Pages auf der Detailseite von dem Bild, würde dann im Grunde stehen. /Karlsbrücke. Oder ihr könnt es selbst definieren. Es müsste dann im Grunde so geschrieben werden. Zulässig sind im Grunde nur diese Zeichen, die in der Infobox stehen. Genau. Also es könnt ihr selbst definieren. Erstellungsdatum, Medium könnt ihr eintragen, wenn ihr es wisst, ob es ein Printmedium ist. Ganz neu und interessant sind die Keywords. Keywords gab es natürlich vorher auch. Aber der Unterschied ist, dass die Tags oder die Labels, die hier jetzt zu finden sind, automatisch generiert werden über die Funktionsweise von Google Vision. Google Vision ist ein Bildanalyse-Tool, so würde ich es nennen, der im Grunde das Bild untersucht und dabei auf die Farben zum Beispiel anspricht. In dem Falle sieht er bei der Karlsbrücke, dass ein Fluss durchläuft, die Farben braun, grau, rosa entdeckt er im Bild. Er sieht, dass es sich um eine Architektur handelt oder sogar ein Wahrzeichen. Er erkennt sogar die Karlsbrücke, also die Karlsbrücke in Prag, Praha. Er sieht Gebäude, einen Wasserweg, denn es fährt ein Schiff durch. Am besten, ich kann es euch auch gerne zeigen, das Bild, dann könnt ihr euch es besser vorstellen, was er entdeckt. Ihr seht es hier. Also hier ist dann im Grunde das Schiff, das durchfällt, also Wasserweg, die Gebäude sieht er und er erkennt tatsächlich das Wahrzeichen. Ganz neu ist auch hier die Safe Search Erkennung. Also hier werden explizite Bildinhalte erkannt, also die jetzt nur für Erwachsene oder gewalttätige Szenen zum Beispiel darstellen würden. Das würde hier dann auch markiert werden. Jetzt steht hier überall very unlikely, also das bedeutet eher, die Wahrscheinlichkeit ist, dass hier keine Gewaltdarstellung sein wird. Also es gibt 3 Möglichkeiten, soweit ich weiß, very unlikely, likely und possibly, also im Grunde very unlikely, sehr unwahrscheinlich, likely möglich oder besser gesagt sehr wahrscheinlich und possibly möglich, genau. Also hier wird wirklich die Wahrscheinlichkeit überprüft, ob jetzt irgendetwas etwas dargestellt wird, das man jetzt nicht zeigen möchte, genau. Und es gibt 5 Kategorien, die Google Vision da prüft. Das wäre dann die Kategorie Adult, Spoof, Medical, Violence und Racy. Diese prüft er ab. Und in allen Fällen ist hier jetzt tatsächlich very unlikely. Also es wird hier sehr unwahrscheinlich, dass hier Gewaltverherrlichung da ist oder dass bei Spoof ist es so ein gefälschtes Gesicht, das über das Originalbild gelegt wird zum Beispiel. Das ist auch sehr unwahrscheinlich. Also das wird hier alles abgeprüft über Google Vision. Genau, das ist die Neuheit sozusagen. Wenn euch jetzt das nicht gefällt, das Keyword ist jetzt nicht passend, dann kann man das gerne auch rauslöschen. Also ich entdecke jetzt hier kein Rosa großartig, dann lösche ich es raus. Okay, jemand möchte sprechen. Ist der Alt-Tag später über das Mouse-Over zu sehen und läuft es rein im Hintergrund ab? Das ist rein im Hintergrund der Alt-Tag, der Titel, also besser gesagt, der Titel selbst wird natürlich schon, wenn man über die Maus hovert, über den Titel angezeigt. Genau, ich hoffe, die Erklärung passt so. Also Alt-Tag ist im Hintergrund, im Code selbst und der Titel, das ist das, was bei der Maus dann beim drüber hovern erscheint.
Also Alt-Tag ist wirklich der alternative Text. Okay. Dann als nächstes, was können wir? Ich denke, hier ist alles erklärt. Dann gehen wir gleich weiter zu der Lage. Hier ist es auch das bekannte Tool der Geokoordinaten, die hier hinterlegt werden können. Also man kann selber setzen, über PIN hier setzen oder über die Bildinformationen. Dafür, das könnte ich später, erkläre ich später noch. Es werden auch die Bildinformationen analysiert und die EXIF-Datei von der Kamera selbst. Und wenn dort die Lat-Long-Inhalte angezeigt, also hinterlegt sind, dann wird es auch hier eingetragen. Ansonsten halt dann nicht. Genau. Aber ihr könnt es auch selbst setzen, über PIN setzen und ihr könnt es auch dann verschieben. Also ist eigentlich ein bekanntes Tool. Genau. Genau. Einfach dann doppelt setzen. Das passt so. Genau. Alt-Tag dann genauso wie den Titel da nennen. Das würde dann passen. Das Alt-Tag ist im Grunde, wenn jetzt zum Beispiel ein Bild nicht angezeigt werden würde, also das noch lädt im Hintergrund oder so, dann würde es im Code einfach schon erstehen. Also wenn das Bild nicht gerendert werden würde, dann würde es auch stehen. Okay. Dann weitere Informationen. Beschreibung. Eine schöne Brücke. Content Distribution, Sprachassistent, das ist alles möglich zu pflegen. Das sind weitere Vermarktungskanäle, wenn es übergeben werden soll. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Da kann man im Grunde theoretisch den gleichen Beschreibungstext hinterlegen wie hier. Dann den Sprachassistent, ihr kennt alle Alexa und Co. Hier können auch Texte eingetragen werden, die dann Alexa erzählen soll, zu der Karlsbrücke zum Beispiel. Oder hier ganz neu und interessant, die Jahreszeiten bzw. die Monate können hier eingetragen werden. Also vorher hattet ihr ja die Bild Sommer und Bild Winter zur Unterteilung. Diese wurden dann im Grunde im Winter, wurden zuerst die Bilder, die Winterbilder angezeigt und dann erst die Sommerbilder und umgekehrt. Und jetzt ist es auch so, man kann jetzt die Monate direkt einschränken. Also es ist noch ein bisschen genauer. Also hier Januar, Februar, März und April soll dieses Bild vorrangig angezeigt werden, also von der Reihenfolge her. Und dann kommen alle anderen. Genau. Also hier kann man das noch genauer einschränken und nicht nur Bild Sommer oder Bild Winter. Das würde dann auch in der Übersicht, sieht man das dann auch, dass das gepflegt ist. Die Bildbearbeitung ist ganz neu dazugekommen und ist bestimmt auch sehr interessant, denn man kann seine Bilder dann noch ein bisschen anpassen, auch an 16:9 und so weiter. Da gehe ich jetzt ein bisschen näher drauf ein. Ihr geht beim Bild auf Bildbearbeitung öffnen. Dann seht ihr das Original hier. Hier als erstes Orientation ist im Grunde die Rotation. Ihr könnt das Bild nach links rotieren, nach rechts rotieren oder umdrehen. Ja, das seitenverkehrt ist. Oder spiegelverkehrt. Ja, genau. Und drehen wir es jetzt wieder richtig hin. So war es vorher. Oder umdrehen, auf den Kopf stellen und andersrum. Das ist eine gute Frage. Was wäre, wenn ich keinen Monat setze? Oder sind ganzjährig alle Pfeile also alles anzuklicken? Also wenn kein Monat ausgewählt ist, macht es natürlich auch nichts. Das Bild würde trotzdem angezeigt werden, aber halt natürlich nicht vorrangig. Also wenn jetzt ein Bild im Januar
den Haken drinnen hat und dieses Bild jetzt nicht im Januar, dann würde zuerst das Bild im Jahr, das den Haken beim Januar hat, erscheinen und erst dann das andere ohne Haken. Ich hoffe es. Genau. Okay, super. So, gehen wir weiter zur Bildbearbeitung. Also ihr seht, was man hier machen kann. Man kann das Bild schon etwas verwandeln. Manchmal ist vielleicht die Ansicht schöner. In dem Fall passt es nicht, weil dann stimmt das Wahrzeichen nicht mehr. Okay, aber man kann natürlich noch andere Sachen machen. Man kann das Bild etwas schief stellen. Hier, das würde ein bisschen einen besonderen Effekt erzielen. Natürlich auch in die andere Richtung. Genau. Und wenn ihr zufrieden seid mit dieser kleinen Änderung, ja, dann geht ihr einfach nur auf Apply. Apply bedeutet, ich akzeptiere diesen einen Schritt. Also damit speichere ich das Bild noch nicht. Ich akzeptiere diesen ersten Schritt, ja. Ihr seht hier unten, hier sind noch weitere Kommandos. Zurück und vor Zurück- und Vor-Button und Reset. Also wenn mehrere Schritte schon bearbeitet wurden, dann wäre es ja viel zu klicken. Dann könnte man grundsätzlich sagen, okay, ich gehe wieder auf Anfang zurück und sage Reset. Mir gefällt das jetzt nicht so. Wenn ich aber sage, okay, also ganz so schlecht war es jetzt nicht, dann nehme ich die Änderung wieder vor und gehe auf den Schritt vor. Genau, man kann natürlich auch nur einen Schritt zurückgehen, in dem Fall haben wir ja nur einen Schritt und mir gefällt aber jetzt tatsächlich die Änderung und ändere noch weiter. Man kann hier croppen, croppen bedeutet zuschneiden auf ein bestimmtes Format. Genau, also wir haben ja eigentlich standardmäßig 16:9 in unserer Galerie und man kann, weil dieses Bild ja nicht optimal 16:9 ist, dieses dann auch zuschneiden und dann auch entscheiden, in welchen Bereich und genau. Also man kann hier in der Mitte dieses Farbenkreuz nehmen und das nach oben schieben, wenn man mehr vom Himmel sehen möchte oder nach unten gehen, wenn man mehr vom Wasser sehen möchte oder das natürlich auch kleiner machen, wenn man das möchte. Genau. Natürlich gibt es noch andere Formate wie das Original, dann Square, das ja eher hochkantig und quadratisch, besser gesagt. Dann es gibt rundes Format tatsächlich. Das würde dann so aussehen. Auch ein netter Effekt. Wenn mir jetzt dieses nicht gefällt, ihr wisst, ihr könnt einfach zurückgehen. Okay, dann Crop, was gibt es noch? 4:3, 5:4 und so weiter und so fort. Also hier gibt es einiges. Also ich würde jetzt aber sagen, wir bleiben bei 16:9, denn das ist das normale Format, das wir auch eigentlich verwenden. Dann stimme ich dem zu und sage Apply. Okay, dann gehe ich auf Resize. Jetzt hat das, glaube ich, nicht übernommen. Okay, dann passen wir nochmal an. Doch, das 16:9, das übernehmen wir jetzt schon. Und dann setzen wir nochmal die Orientation. Okay, Apply. Jetzt haben wir diese zwei Schritte. Es ist jetzt wirklich ein 16:9 Bild. Und ein bisschen schräg gestellt, es sind mehrere Änderungen drinnen, ja, und dann können wir weitergehen auf Adjust. Adjust ist, ihr könnt hier die Bildwerte, also die Farben und so weiter bearbeiten. Brightness, Helligkeit, das wird dann so bearbeitet, also der hellere Bereich wird heller und der dunklere Bereich wird dunkler. Dann bei Exposure, das ist die, das ist ähnlich wie die Helligkeit, etwas anders da. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das ist die Belichtung. Die Belichtung ist es. Und das hält dann das ganze Bild entweder auf im Gesamten oder macht es dunkler. Genau. Also, als ob man bei der Kamera die Blende öffnen würde, sozusagen.
Okay, ja, das kann ich gerne der Entwicklung weitergeben, bezüglich der Übersetzung, dass das noch nachgezogen wird. Da kann ich aber leider nichts Genaues dazu sagen, ob das dann auch umgesetzt werden kann. Aber ich werde es auf jeden Fall ansprechen, dass das gewünscht ist, dass die Übersetzung dann auch passt. Genau. Also das werde ich auf jeden Fall ansprechen. Ja. Zwei Fragen. Welche Frage noch? Okay, dann gehen wir weiter. Also das ist dann die Belichtung und die hält oder dunkelt das Bild im Gesamten dann auf und nicht nur einzelne Bereiche dann. Also hier kann man auch noch etwas bearbeiten, wenn einem das Bild jetzt zu dunkel wäre oder zu hell wäre. Genau. Die Sättigung, Saturation, also die Farbsättigung ist es eigentlich, ja. Also ich möchte jetzt das Bild etwas satter haben, mehr Farben, die Farben ein bisschen besser herausstellen. Oder ich möchte die Farben ein bisschen zurücknehmen, weil es einfach zu poppig ist und gehe da einfach dann einen Schritt zurück. Man muss ja auch gar nicht zu weit gehen, denn sonst würde es ja grau werden. Genau. Also hier könnt ihr die Sättigung einstellen. Die Änderung könnt ihr dann auch wieder übernehmen. Genau. Dazu komme ich noch, ja. Zu der Frage, ja, die machen wir gleich zum Ende noch. Genau. Dann, die Justierung haben wir gemacht. Dann ist es möglich, auch Effekte beim Bild zu hinterlegen. Das ist ja sehr beliebt in der heutigen Zeit, Effekte über Bilder zu legen. Sieht auch manchmal sehr schön aus. Okay. Also es kann durchaus ein bisschen dramatische Effekte auch manchmal haben und würde auch vielleicht zu manchen Bildern gut passen. Also da kann man sich durchaus auch spielen. Blur-Effekte sind auch hier, also hier am Rand, dass es ein bisschen so verwaschen ist. Genau. Also diese Änderung möchte ich jetzt nicht. Dann gehe ich zurück auf Cancel. Also ich möchte jetzt kein Effekt drauf machen. Also gehe ich einfach, cancel ich diesen einen Schritt, nicht die anderen, nur diesen einen Schritt über diesen Button cancel. Und dann gehe ich weiter auf die Filter. Also ich kann auch ein Filter drüber legen. So Sepia, bist du so auf alt gemacht, das Bild. Das wirkt auch oft recht schön. Oder Vintage. Ist auch besser auf alt, bisschen anderer Farbton, bisschen gelb, bisschen grau, je nachdem. Lauf ist ein bisschen sehr rot. Genau, also da kann man sich auch etwas spielen und die Filter etwas auch nutzen. Dann stimme ich dem jetzt zu, dieser einen Änderung und übernehme das. Okay, jetzt habe ich diese Änderung gemacht. Ihr wisst, ihr könnt einzelne Schritte natürlich auch zurückgehen oder resetten. Wenn mir das jetzt aber gefällt und ich sage, okay, also jetzt ist es ein schönes Bild und jetzt speichere ich es endgültig. Also ich stimme jetzt nicht den einzelnen Schritten zu, sondern ich gehe auf Download und jetzt ist diese Änderung übernommen beim Bild. Es dauert noch einen Moment. Ihr seht da unten, okay, jetzt ist es schon da. Das Bild ist jetzt bearbeitet, sieht toll aus und aber Kleinigkeit passt mir noch nicht. Okay, dann sage ich, naja, dann gehe ich einen Schritt zurück oder beziehungsweise ganz auf Anfang und klicke auf den Button Original wiederherstellen. Und dann hat man eigentlich wieder den Ursprung und kann wieder von vorne beginnen, wenn man das möchte. Das dauert natürlich etwas, weil da muss das Ganze nochmal gerechnet werden und die ganzen Schritte auf zurückgespult werden sozusagen. Laden. So, ihr seht, das Bild ist wieder da. Es ist halt nicht mehr das 16 zu 9 Format, aber das lassen wir jetzt einfach so, denn automatisch wird es ja auch in Pages zum Beispiel noch resized, also angepasst. Jetzt, das ist nämlich der Punkt zu meinem nächsten Thema, nämlich der Fokuspunkt. Wenn das Bild jetzt nicht dem 16 zu 9 entspricht, dann wird es zugeschnitten bei uns in der Pages auf das 16 zu 9 Format, ja.
Und dieser Fokuspunkt, dieser ist wichtig, um einen wichtigen Bereich zu markieren, der dann später immer im Ausgabemodul auch sichtbar sein soll. Also ich sage, ich möchte jetzt diesen, ist eh schon ausgewählt, aber ich möchte jetzt diese Kirchturmspitze, möchte ich wirklich als Fokuspunkt haben. Dieser sollte immer sichtbar sein dann im Bild. Und das kann ich damit festlegen. Also ich kann wirklich sagen, das ist ein wichtiger Punkt, den ich immer sehen möchte, auch wenn das Bild in der Ausgabe bearbeitet wird oder angepasst wird. Genau, dieser Punkt wäre dann immer sichtbar. Gut, ich speichere jetzt diesen Fokuspunkt und ich übernehme den Fokuspunkt und gehe weiter zur Bildanalyse. Bildanalyse, das ist eigentlich nichts anderes als dieses Google Vision, das ich euch vorher erklärt habe, und allgemein diese Keywords. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel, rosa habe ich ja schon rausgelöscht, denn das habe ich jetzt nicht unbedingt entdeckt, außer halt bei den Dächern. Okay, da schon. Aber mir gefällt jetzt nicht Dorf, sondern ich sag, Prag ist halt eher eine Stadt. Und lösche halt diese ganzen Keywords raus, ja. Wenn ich die rausgelöscht habe, könnte ich aber trotzdem wieder zurückgehen auf die Bildbearbeitung und sagen, ich führe diese Bildanalyse noch einmal durch, dann würde dann das Keyword wieder gesetzt werden. Genau, ich führe jetzt die Bildanalyse nochmal durch und ihr seht, es ist wieder alles da und auch wieder rosa. Genau. Und die Safe-Search-Merkmale sind auch gesetzt. Also auch wenn ihr die Merkmale rausgelöscht habt, macht es gar nichts. Ihr könnt es einfach wieder durchlaufen lassen bei der Bildanalyse und ihr habt die Keywords wieder gesetzt. Natürlich könnt ihr auch weitere Keywords eintragen, wie ja, Tourismus. Aber das ist eigentlich wie gehabt. Gut, Bildbearbeitung, denke ich, haben wir jetzt durch. Der nächste Punkt ist jetzt Internet. Ja, warum machen die Safe Searches Sinn? Violence klang für mich eher negativ. Ja, es gibt ja die Safe Search Erkennung. Dort werden explizite Bildinhalte ja erkannt. Also das Bild wird ja durchsucht und es wird geschaut, gibt es dort irgendwelche Inhalte mit Gewalt oder dass jemand ein Foto von jemand anderen über ein Bild legt. Das ist ja dann doch, da hat man meistens ja nichts Gutes im Sinn, ja? Oder ist es jetzt nur für Erwachsene, also erotische Inhalte und so weiter? Dann, ja, also Spoofing ist ja das mit dem gefälschten Gesicht und dies wird alles überprüft und dort gibt es mehrere Kriterien und in dem Fall, ich öffne da mal nochmal die einzelnen Labels oder Keywords, da steht ja überall dabei very unlikely. Hier wird die Wahrscheinlichkeit geprüft. Die Wahrscheinlichkeit, ob Gewalt in diesem Bild vorkommt. In dem Fall very unlikely bedeutet, die Gewalt wird sehr wahrscheinlich nicht in diesem, Gewalt wird hier wahrscheinlich nicht dargestellt in diesem Bild. Also sehr unwahrscheinlich. Dann gibt es noch die Kategorisierung unlikely, likely. Das bedeutet, sehr wahrscheinlich wird hier Gewalt dargestellt. Oder possibly ist möglich. Also hier wird nicht gesagt, es ist so, sondern es ist ja trotzdem ein Analyse-Tool, das ja eigentlich eine KI, eine künstliche Intelligenz dahinter ist, die das Bild durchsucht. Und das sind ja eigentlich nur Wahrscheinlichkeiten und es wird das Bild durchsucht, ob dort was ist. Ganz sicher geht es natürlich nicht. Deswegen auch nur die Wahrscheinlichkeit. Und genau, possibly eben möglich. In dem Fall ist alles positiv, denn hier steht überall dabei very unlikely, also sehr unwahrscheinlich, dass hier jemand das Bild drüber gelegt wird, also gespooft wird, oder dass es nur für Erwachsene ist, oder ja, und so weiter. Oder gewaltverherrlichend ist. Also in dem Fall ist es positiv. Diese Keywords in dem Fall sind jetzt positiv. Nicht positiv wäre es, wenn dabei stehen würde, Safe Search, Violence, likely. Das bedeutet nämlich dann, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass hier Gewalt dargestellt wird. Und diese
Keywords werden in der Meta im Grunde ausgewertet. Also die werden jetzt nicht dargestellt in der Ausgabe selbst, so wie die Kategorien, die dann angezeigt werden, sondern die Keywords, die werden ja nur beim Durchsuchen der Meta verwendet, ja. Also ihr könnt dann im Grunde raussuchen, ich möchte jetzt alle Keywords haben mit Brücke. Ich möchte jetzt alle Keywords Brücke durchsuchen in der Meta und diese sollen angezeigt werden. Ich möchte alle Brückenbilder haben oder ich möchte alle gewaltfreien Bilder haben oder ich möchte Wahrzeichen haben. Also ihr könnt da wirklich filtern nach diesen Keywords. Diese werden aber nicht in der Ausgabe dann zu sehen sein. Nur im Hintergrund in der Meta wird es verwendet. Okay, ich hoffe, die Erklärung passt so. Wenn noch Fragen sind, gerne noch dazu schreiben. Okay, Internet, hier Online- und Sperrdatum. Ihr kennt es. Ihr könnt hier dann setzen, wann dieses Bild online gehen soll oder ab wann es gesperrt sein soll oder bis wann es gesperrt sein soll. Genau. Suchmaschineninformationen ist auch wie gehabt. Also Meta-Title könnt ihr da angeben. Canonical URL. Also wenn das Bild noch irgendwo auf eurer Seite erscheinen würde, an einer anderen Stelle, könnt ihr das dann auch hier verlinken. Dann würde das dann im Grunde von der Suchmaschine ja auch positiv bewertet werden, dass es halt keine doppelten Inhalte sind, sondern ihr darauf verweist. Genau. Iframe-Link könnt ihr auch hinterlegen, die Höhe festlegen und so weiter. Freigabe, das habe ich vorhin ja schon angesprochen, beim Anlegen des Bildes ist es so, man kann ja den Urheber eintragen und sagen, die E-Mail hinterlegen, dann wird die E-Mail an den Urheber des Bildes ja geschickt und erst wenn dieser Urheber sagt, okay, ich gebe hier das Bild frei, dann würde das approved sein. In dem Fall habe ja ich das Bild selbst freigegeben. Ich habe keinen Urheber gefragt, denn ich darf das Bild verwenden. Wenn es jetzt der Urheber freigeben würde, dann würde hier das Freigabedatum stehen. Dann von wem es angefordert worden ist, also von mir, dem Gast, oder und von wem es freigegeben wurde, also dem Urheber. Wenn der Urheber das jetzt nicht mitbekommen hat, die E-Mail, dann kann er weiterhin sagen, dann können wir sagen, okay, ich fordere das einfach nochmal an die Freigabe und ich versende die E-Mail noch einmal. Dann wird die E-Mail an den Urheber versendet und dann kann er es freigeben. Erst dann ist es dann auch tatsächlich freigegeben. Gut, zum nächsten Punkt Open Data. Das haben wir beim Anlegen ja bereits schon gesehen. Die einzelnen Kriterien, die man festlegen kann. Open Data ist ja diese Lizenz. Dann wird das immer automatisch veröffentlicht über Open Destination One. Also alle Inhalte, die diese haben, diese Lizenz haben und ihr das freigibt, dann wird das in Open Destination One auch automatisch veröffentlicht. Und hier in Wikipedia habt ihr noch das genau erklärt. Gut, ihr könnt den Autor eintragen zu dem Bild. Und vor allem ganz interessant, Copyright E-Mail ist jetzt neu. Das kann man neuerdings hinterlegen. Das war, glaube ich, vorher nicht so. Und genau, die E-Mail könnt ihr jetzt hinterlegen. Ihr könnt hier auch einen Link hinterlegen. Genau. Die Datenqualität ist auch so wie bei den anderen Themen eigentlich. Und sonstiges. Hier sind auch die Informationen zum Bild, wie breit das Bild ist. Und die Dateigröße hier ist Bytegröße hinterlegt. Ob es ein JPEG ist, also welche Dateiendung und so weiter. Das steht alles hier. Hier ist noch der Link zu der, wo es bei uns abgelegt ist. Ihr könnt es dann im Grunde diesen Link kopieren zum Beispiel, in einem neuen Tab öffnen und dann habt ihr das Bild da. Ja? Gut, also die URL ist auch zu finden. Die Meta-Info, das sind die Exif-Informationen. Sehr wichtig auch hier, oder sehr interessant hier, die Informationen, die hier stehen, die werden zum Teil auch übernommen oder besser gesagt ausgewertet dann in der Meta.
Wenn jetzt dort laut long steht und so weiter, wenn die EXIF-Datei das bietet, dann wird das im Grunde auch übermittelt, die laut long. Dann müsst ihr das nicht unbedingt bei der Lage eintragen, ja? Oder das Gleiche auch mit dem Urheber, wenn der drinnen stehen würde und so weiter. Das muss dann nicht unbedingt ausgefüllt werden, wenn es dabei stehen würde. Die Verwendungsinfo, wenn das Bild irgendwo bei einem Objekt, also mit einem Objekt verknüpft ist, wie zum Beispiel Artikel, dann würde dann hier die Artikel-ID stehen und der Name des Artikels. Dann würdet ihr die Verwendungsinfo hier sehen. Ja, sonstiges Quelle und Quelle-Key, woher das Bild dann kommt. Also wenn es jetzt über ein Import zum Beispiel reinkommt, das Bild, dann würdet ihr hier die Quelle und den Quelle-Key sehen. Gut, jetzt sind wir alle Punkte durchgegangen einzeln. Und jetzt gehen wir auf Medium speichern oder auch dann schließen. Ich gehe aber nur auf Speichern, denn ich möchte noch drinnen bleiben. Ja gut, Speichern war erfolgreich. Ihr könnt es dann auch löschen, die Aktion gibt es nach wie vor. Interessant dann auch, ihr könnt auch filtern oder suchen hier. Und wenn ihr jetzt wieder zurückgeht auf die Anzeige der Liste, da habt ihr dann alle Bilder im Überblick und könnt natürlich auch hier filtern, Spalten bearbeiten und so weiter und so fort. Also ihr könnt halt tatsächlich hier die Suche dann auch vornehmen. Erweiterte Suche funktioniert dann. Man kann auch Templates hinterlegen, also dass ich möchte Templates hinterlegen, dass ich nur Bilder möchte oder nur Audiodateien und so weiter. Das könnte ich hier dann im Grunde festlegen. Ah, jetzt ist Darkwissen. War ein bisschen zu voreilig. Gut, okay. Also ihr seht, ihr könnt hier die Spalten bearbeiten. Das ist eigentlich so wie bei den anderen Themenbereichen, nur natürlich die Felder sind etwas anders. Ihr habt hier natürlich April, August und so weiter, Attitude, Anzeige, Verknüpfungen. Das könnt ihr noch hinzufügen. Das ist jetzt nicht standardmäßig hinterlegt. 28 sind aktuell ausgewählt, die sind hier zu finden. Copyright-Name, Autor, Dateiname, die könnt ihr natürlich aber auch weniger machen. Also für den Überblick könnt ihr auch weniger Felder anzeigen lassen. Und Keywords zum Beispiel sind jetzt hier schon hinterlegt. Gültigkeitsbereich, ob es gesperrt ist und so weiter. Diese Felder könnt ihr hinzufügen noch. Das ist alles möglich. Genau, und diese werden aktuell angezeigt. Ihr speichert es dann und dann sind die Spalten ausgewählt. Bulk-Operationen, das ist auch so wie bei den anderen Themen, alle Objekte zur Experience hinzufügen oder löschen und so weiter, markieren. Genau, dann exportieren ist natürlich auch möglich. Natürlich nicht als Excel, aber okay. So. Dann könnt ihr die Filterung wieder entfernen und die erweiterte Suche natürlich nutzen. Die erweiterte Suche ist genauso wie bei den anderen Themen. Ihr wählt aus alle oder mindestens eine und genau, welches Medium es sein soll. Oder wann es erstellt wurde oder von wem es erstellt wurde. Also das könnt ihr dann eintragen. Genau. Und suchen danach. Das ist genauso möglich bei diesem Themenbereich. Okay. Interessant ist vielleicht dann noch, wenn ihr diese Bilder nutzen möchtet, ja? Die sind ja im allgemeinen Pool dann drinnen. Ihr habt jetzt zum Beispiel einen Artikel. Und möchtet hier ein Bild hinterlegen. Ich habe jetzt den Artikel Workshop. Und ich gehe jetzt auf Mediendaten. Und ich möchte hier ein Bild hinterlegen. Also dann gehe ich auf meine Medien durchsuchen oder Mandantmedien durchsuchen. Und hier kann ich natürlich eingeben, ich möchte die Brücke oder
mal auf Suche. Dann suchen wir uns ein Bild aus, das uns gefällt. Schauen wir mal, wo die anderen Bilder sind. Mal die Seemöwen schließen, dann sind die Möwen da. Und bei der Freigabe, hier kann man es nicht eintragen. Bei der Bildbearbeitung, weil da war jetzt die Frage. Genau, hier kann man es Copyright eintragen. Wenn es noch nachträglich gemacht werden soll unter Open Data. Freigabe, wie gesagt, bei mir ist es ja approved, weil beim Anlegen habe ich gesagt, okay, ich bin der Urheber oder ich darf das Bild benutzen, ohne dass ich jetzt eine Freigabe brauche. Also, und wenn ich tatsächlich eine Freigabe nachträglich noch möchte oder das noch nicht geklappt hat, dann kann ich das dann erneut versenden. Genau. Okay. Dann ist dieses Bild hinterlegt beim Workshop und dann gehen wir mal auf die Mediendaten und dann seht ihr hier, dass das Bild einem Objekt zugewiesen ist und zwar dem Artikel Workshop. Okay. Also wie gesagt, hier wird wirklich dann die Zuweisung angezeigt, zu welchem Artikel. Und ihr seht auch, wenn ihr wieder auf das Bild klickt, ja, jetzt habe ich direkt aufs Bild geklickt, ihr könnt natürlich auch das ganze große Bild natürlich sehen, zum Bearbeiten halt reingehen. Einfach Doppelklick und dann könnt ihr auch die Informationen sehen, wo das verwendet wird. Unter Sonstiges ist es zu finden, Verwendungsinfo. Und dann ist auch hier der Artikel drinnen. Das ist an zwei Stellen. Einmal in der Listenansicht und einmal direkt in der Detailansicht. So, jetzt muss ich überlegen, was eventuell noch interessant wäre. Okay, ja, beim Artikel könnte man jetzt zum Beispiel noch was anderes hochladen. Jetzt schauen wir mal kurz. Jetzt lade ich einmal andere Mediendaten hoch. Datei hinzufügen und Video zum Beispiel öffnen. Lädt er das hoch und passt. Ja, ich denke, ich habe jetzt eigentlich alles angesprochen. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr die gerne noch stellen. Also spricht nichts dagegen. Genau, da wird immer die E-Mail des Urhebers eingetragen. Also wenn das Bild hochgeladen wird, dann wird ja gefragt, ob eine Freigabe nötig ist. Und wenn nicht, dann legt man es halt dann einfach an. Und ansonsten muss man halt dann wirklich die E-Mail des Urhebers eintragen. Der wird dann benachrichtigt und bekommt dann im Grunde so eine Freigabe-E-Mail und muss das dann auch wirklich bestätigen. Und erst dann, wenn es bestätigt ist, erscheint auch, ist es auch freigegeben. Genau, das kann ich noch zeigen unter Mediendaten. Ihr sieht mal das in der Spalte. Moment, das zeige ich euch gleich. Freigabe durch Name, durch E-Mail, Freigabedatum. Es ist freigegeben, ja. Und bestätigt. Da steht dann immer Freigabestatus freigegeben dabei. Freigegeben entweder durch eine Urheber-E-Mail, das würde dann hier dabei stehen natürlich bei diesen Spalten. Wenn die angezeigt werden, also ihr könnt ja das über die Spalten bearbeiten, ja selber einstellen. Standardmäßig ist natürlich dieses so hinterlegt. Genau. Aber wenn jetzt tatsächlich ein Urheber gefragt wird nach der Freigabe, dann würde das natürlich auch hier dabei stehen. Ansonsten habt ihr das Bild ja bestätigt, dass es im Grunde genutzt werden darf, ohne dass man da was angeben muss. Dann steht
einfach dabei freigegeben. Genau. Ja, also es wird ein neues Modul geben nächstes Jahr, das die Mediendaten, also diese Bilder, die jetzt hier zentral genutzt werden, dann so als Ordner gepackt werden können und dann so mehrere Bilder dann zusammengefügt werden können. Genaueres weiß ich leider auch noch nicht. Das ist noch zu neu und das ist neu in Arbeit. Das kommt erst nächstes Jahr. Habt ihr noch eine Frage? Oder ist alles geklärt? Wenn nicht, bitte einfach melden. Das dürft ihr natürlich. Wie meinen Sie das, Frau Ottens? Verbinden sich die Mediendaten mit der Datenqualität? Ja, im Grunde die einzelnen, also die, es ist eine Datenqualität, ist ja vordefiniert. Was ein gutes Bild ist, ein schlechtes, also ob also, welche Felder gepflegt werden müssen, damit es gut ist, also Daumen hoch oder mittel ist oder schlecht ist. Wenn jetzt nicht alle Angaben gemacht werden, dann ist es halt so eher so mittel. Und wenn alles gemacht wurde, sämtliche Felder gepflegt sind, dann ist es natürlich gut. Okay, also hier ist der Daumen schon zu sehen. Also so, hier habt ihr, da ist noch keine Information, aber die Datenqualität ist auf jeden Fall dann schon angelegt. Hier natürlich, dieses Bild habe ich ja nur einfach reingezogen. Ich habe nichts weiter gepflegt. Bei den anderen, wie bei der Karlsbrücke, da ist ja wirklich sämtliche Texte und so weiter, alles was möglich ist zum Eingeben, ist hier gepflegt. Und bei diesem letzten Bild, das habe ich ja nur reingezogen, deswegen ist ja auch die Datenqualität bei diesem Bild nicht so toll. Und was ich noch dazu sagen wollte, was wäre noch? Okay, Sie meinen vielleicht bei den Artikeln oder beim POI, wenn da ein Bild hinterlegt ist, ob dort die der Daumen dann beim Bild ist? Meinen Sie das? Dass hier dann im Grunde kein Daumen hoch ist? Okay, also hier kann man auf jeden Fall noch die Felder natürlich erweitern und genauer noch pflegen und erst dann ist es gut gepflegt. Datenqualität ist hier minimale Anforderung. Wichtig ist hier ja die Anforderung für gute Qualität, dass Beschreibungstext vorhanden ist. Dadurch, dass ich es nur reingezogen habe, habe ich nichts weiter so eingetragen. Das ist nicht so wie bei den, wenn ich es jetzt direkt anlege, also wenn ich jetzt auf Mediendaten gehe und sage, neues Medium erstelle, dann geht er mit jedem einzelnen Schritt ja durch und hier trage ich es ein. Wenn ich jetzt nur auf Datei hinzufügen klicke oder die Dateien per Drag and Drop hochlade, dann ist es so, dann wird nur die Minimalanforderung eingetragen, also alles, was unbedingt sein muss, damit es geht. Und genau. Wichtig ist auch beim automatischen Reinziehen oder Datei hinzufügen. Es wird immer
Der Google Vision läuft drüber und durchsucht und analysiert das Bild auch im Hintergrund. Also das passiert eigentlich immer beim Anlegen jetzt. Also das muss man dann nicht nachträglich machen, sondern das ist auch, wenn man nur auf Datei hinzufügen klickt oder zum Hochladen die Dateien per Drag and Drop hier ablegt. Also, wenn Sie direkt einen POI neu anlegen, dann können Sie natürlich sofort auch das Bild dann auch gleich hier hinterlegen. Dann müssen Sie nicht extra in den Themenbereich Mediendaten reingehen. Also Sie können das wirklich dann sofort dann beim POI ablegen. Das ist dann nicht notwendig, dass Sie das separat. Der Sinn dieser zentralen Datenbank ist, Sie können einfach eine Fülle an Bildern hochladen, die Sie schon vorbereitet haben, die jetzt nicht unbedingt für ein bestimmtes Objekt schon vorbereitet sind, aber die schon mal im Grunde im System sein können, um sie später zu nutzen oder auch eventuell dann später für eine Galerie oder so verwendet wird. Also genau, dafür ist es eigentlich gedacht, diese zentrale Mediendatenbank, kann man sagen, oder DDEM, damit halt im Grunde alles zentral an einem Ort und einer Stelle ist und dann kann es auch immer verwendet werden. Okay. Also, ich danke euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sind, bitte jetzt stellen, denn dann würde ich, wenn alles geklärt ist, dann würde ich den Workshop nun beenden. Ja, spezifisch. Was heißt spezifisch? Sie können sich aber gerne auch bei uns im Support melden. Ja, natürlich, per E-Mail können wir das auch regeln. Also wenn irgendwelche Fragen oder Unklarheiten sind, wenn euch was auffällt, dann könnt ihr das gerne melden bei uns im Support. Wir versuchen es dann einfach auch selbst zu lesen. Oder wenn das nicht möglich ist, geben wir das gerne auch an unsere Entwicklungsabteilung weiter. Die sind da dran und sind eigentlich immer noch am Ob also Die sind dabei, das zu optimieren und genau, also da kann man das auf jeden Fall regeln. Genau, also wenn nichts mehr ist, dann würde ich die Aufnahme jetzt beenden.